Hallo, jetzt kommen hier auf dem Veloschel Zock-Kanal zu einer weiteren Folge F1 2021. Wir sind hier im 13. Saisonlauf, im 13. Rennen dieser Saison. Und ja, wir werden von ganz hinten starten, das kann ich gleich schon mal verraten. Deswegen, falls ihr euch wundert, ey, warum ist das Qualifying schon durch oder warum gibt es in dieser Folge keine Qualifying-Runde, da es eh egal ist, was ich im Qualifying mache, wir starten von ganz, ganz hinten aufgrund mehrerer Komponenten, die ich eben hier ausgetauscht habe. Ihr seht, es alles nochmal neu ausgebaut, hier kommt nochmal was rein, so dass ich dann wirklich für die letzten drei Rennen einfach komplett alle Teile auf Null habe, beziehungsweise auf super wenig abgenutzt und dann so in Ruhe durchfahren kann. Ich würde aber sagen, ich quatsche nicht mehr länger und wir gehen ab ins Rennen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Leclerc, Sergio Perez und Ricardo. Sainz, Vettel, Tsunoda und Nico Rosberg. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Ja, sonst wäre Rosberg Erster. Giovinazzi, Lando Norris und Gasly, Raikkonen, Mick Schumacher, George Russell und Nikita Mazepin. Latifi, Fernando Alonso, Ocon und... Wir halt von ganz, ganz hinten. Ist natürlich immer so eine Sache, was will man machen? Dann ist das halt so, ich will die Strategie bearbeiten, denn ich will mit Medium starten und mit Soft das Ganze beenden. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Medium, Soft, Soft. Gucken einfach, was geht in diesem Rennen. Wichtig ist sauber durchfahren und Punkte sind, denke ich, möglich, weil wir die Speed haben, aber... Ja, mal gucken. Also irgendwas gegen Platz 7 wäre schon ganz geil am Ende des Rennens. So als kleine Zielsetzung. Irgendwo rund um Rang 7, 8, damit wäre ich schon sehr zufrieden. Also Ocon hier am Start auf jeden Fall schon mal bekommen. Boah. Okay. Etwas wildes Manöver, nicht gerade beabsichtigt. Russell und Schumacher kriegen sich. Ich muss hier natürlich dann ein bisschen vorsichtig machen. Mal gucken, wie schnell wir auch an dem vorbeikommen. Ich sag mal so, die ersten Überholmanöver sollten nicht das große Problem sein. Weil natürlich die Autos wie jetzt hier der Haas und der Williams, auch wenn sie die weicheren Reifen haben, jetzt nicht das große Problem sind oder nicht sein sollten. Einfach mal durchstechen, das sollte klappen. Mal gucken, ob man nah genug rankommt. Ja, Schumacher muss da aufpassen. Der hätte der Kampflinie fahren müssen, ne? Also für die erste Runde gleich mal 6 Positionen nach vorne von 22 auf 16. Kann sich doch sehen lassen. Oh, Raikkonen ist auch fällig. Boah, das war eng. Gleich kommt dann aber der erste harte Gegner mit Norris. Gut gemacht. Schön überholt. Und davor der erste Marte mit Stroll. Okay, das Tempo ist nicht so schlecht, ne? Rosberg ist ja auch nicht umsonst auf 1 gefahren, also das Tempo auf dieser Strecke ist ja eigentlich da. Ah, Lando Norris ist wahrscheinlich gleich fällig. Wundert mich, dass er nicht Kampflinie gefahren ist, aber nun gut. Soll mir recht sein. Er versucht sich zu verteidigen, aber ich bin hier natürlich in... Er geht ihnen dann halt natürlich irgendwann auch einfach die Strecke aus. Jetzt hier unter Lance Stroll, dann Gasly, davor Giovinazzi, interessant.
hier bin ich gut rausgekommen. Also Stroll ist gleich fertig, er fährt Kampfrunde. Er ist natürlich gleich in. Deswegen muss ich ein bisschen später bremsen, wobei der wird da in durchziehen. Ja. Dafür habe ich hier jetzt mehr Schwung. Ah, ich versuch's. Ach, Stroll. In die Estes, ich habe danach gegeben, ihr habt es gemerkt. Ich habe keinen Bock auf einen Unfall. Wir sind schneller, wir kommen vorbei. Für uns geht es noch um den dritten Platz in der Meisterschaft. Da muss man auch mal zurückziehen. Das ist vielleicht eine Sache, die hätte ich in der Vergangenheit schon öfter machen sollen. Das Rennen ist ja lang. Und wir kommen noch weit genug nach vorne. Wie gesagt, Platz 7, so wäre ganz nice. Irgendwas Richtung Top 5 wäre natürlich ganz, ganz stark. Aber muss man natürlich gucken. Ja, jetzt hat Stroll schon keine Chance mehr. Gasly und Giovinazzi bekriegen sich da vorne auch. Boah, die crashen da fast. Und ich drehe mich fast. Jetzt ist Stroll hier in. Ich lasse hier natürlich den Platz. Auch wenn ich ihn nicht vorbeilassen will. Okay, gut verteidigt. Ja, Giovinazzi hält dann den Gasly natürlich ganz schön auf. Schön hier Gasly bekommen. Der nächste ist jetzt Giovinazzi. Wir haben ein Problem. Einen Moment, wir arbeiten dran. Okay, irgendein Problem? Ich hoffe nichts Gravierendes. Die Speed ist gerade echt nicht schlecht. Aber eigentlich habe ich ja alle Komponenten und Co. ausgetauscht. Eigentlich soll es nicht so viele Probleme geben. Anscheinend ein Problem mit dem DRS. Okay, ich kann kein DRS mehr benutzen. Ich meine, Gott sei Dank, also EAS, nicht DRS. Aber ich habe jetzt gleich DRS wenigstens. Auch wenn das natürlich ganz schön ärgerlich ist mit den EAS. Das ist halt der Überholknopf. Der gibt auch nochmal ganz schön Power. Oh, der geht wieder. Das ging schnell, das Problem. Giovinazzi, keine Chance. Er wird sich nochmal versuchen zu verteidigen, aber... Boah. Ärgerlich. Junge, hat er mich berührt oder was? Gott sei Dank nicht. Ja, ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen, weil die Reifen gerade echt im Arsch sind. Aber ist das ärgerlich. Latifi schnapp ich mir direkt. Ach, Junge. Ah, das ist ärgerlich, dieser Dreher. Ocon in der Box, also anscheinend ist bei ihm was kaputt gegangen. Der Dreher ist natürlich super ärgerlich. Das hätte nicht passieren sollen. Das macht natürlich den Erfolg in diesem Rennen hier ein bisschen schwieriger. Weil das jetzt auch noch ein bisschen weiter auseinandergezogen ist natürlich. Mazepin ist kein Thema. Oh, er wehrt sich. Also Mazepin wehrt sich, aber hat hier keine Chance mehr. Jetzt auf der Jagd nach Russell, Schumacher und Co. Der Dreher war ganz unglücklich. Das hätte nicht passieren dürfen. Hier auch gleich wieder dran, ey. Also das ist ja auch. Die haben natürlich auch keine Speed, muss man sagen. Also verglichen mit meinem Wagen. Ich
Ich meine, für euch cool, ihr habt viel Action. Für mich natürlich trotzdem ein bisschen bitter. Bin vielleicht wieder ein Ticken zu aggressiv gewesen. Verdammter Quersteher. Aber Schumacher hat kein DRS. Wir schon, damit werden wir gleich an ihm vorbeiziehen. An der Kampflinie fahren, wie er will. Der nächste wäre jetzt wieder Alonso. Das haben wir einmal alles hinter uns, nur dass jetzt das Feld halt viel weiter gezogen ist. Das Gute ist halt, wenn die anderen auf Mediums unterwegs sind, dann sind wir auf Soft unterwegs. Das wird unser großer Vorteil sein. Gerade in Bezug auf die Punkte. Ich kann auch übrigens gerade nicht mehr funken. Warum auch immer. So, Fernando ist auch als nächster fällig. Der dürfte nicht die Power haben, motortechnisch. Oder allgemein vom Wagen wirklich hier standzuhalten. Hier ist ja richtig Verkehr da vorne. Es ist ganz vorne, glaube ich, der Haas, ne? Der Giovinazzi ist es, glaube ich, der hier alle aufhält. Ja, es ist der Giovinazzi auf Platz 11 tatsächlich, der hier alles und jeden aufhält und dadurch eine riesige Lücke entstanden hat lassen. Komm, und dich habe ich jetzt aber. Auch in den S ist so gefährlich das ist. Gegen den Raikön kann man das mal machen, wenn er in so einem Wagen sitzt. Runde 8 hier. Wahrscheinlich habe ich noch nicht einen Schnitt reingemacht, einfach weil die ganze Zeit Action ist. Norris sollte ich kriegen. Auch wenn das schnell ist. Ah, der hat natürlich jetzt hier die Chance, sich zu wehren, aber nee. Bei denen werden die Softreifen natürlich jetzt auch alle nicht mehr besser. Teamkollege in der Box, okay. Gasly kommt echt nicht an den Giovinazzi vorbei, das wundert mich.
über außen stark. Also jetzt heißt es an Giovinazzi vorbei und dann ist eigentlich so die Türe offen, um Vollspeed zu geben. Weil davor ist dann erst Sebastian Vettel 5 Sekunden weit weg. Das ist beeindruckend, wie ein Giovinazzi alle hier aufhält. Das wird aber mit mir nicht funktionieren. Und das merkt man auch jetzt schon, dass es nicht funktionieren wird. Hat sich da gar nicht gewehrt. Jetzt auf der Jagd nach Sebastian Vettel. So, wir sind hier hinter Lewis Hamilton und können ihn jetzt auch überholen anscheinend. Weil die Mediums noch richtig gut gehen. Also wenn du einen Hamilton mit neuen Reifen überholst, auch wenn es die harten sind, dann kannst du auch noch ein bisschen länger draußen bleiben. Weil ich muss ja nicht unbedingt zweimal in die Box. Tsunoda mit Soft sogar erster jetzt hier, wie ihr seht. Der war auch noch nicht in der Box, also ich werde es ein bisschen ziehen. Vielleicht schaffe ich es echt, einen Einstopp zu machen. Weil ich glaube, das wäre in meiner aktuellen Situation echt das Beste, was ich jetzt machen kann. Statt so einen dämlichen Zwei-Stop. Um mir damit mein Rennen noch mehr kaputt zu machen. Wäre diese verdammte Dreher nicht da gewesen. Ich meine, wir waren vorm Stop hinter Vettel. Da ist das jetzt, glaube ich, ein gutes Ziel, versuchen dort vorher rauszukommen. Und damit Soft richtig Gas zu geben. Alain kommt in die Boxengasse. Vielleicht habt ihr es gerade gelesen. Bottas war sowohl in der Box als auch eben Rosberg, wo ich mich echt frage, was ist denn mit denen? Warum haben die nicht auch hart geholt, so wie Hamilton, Verstappen, Leclerc und so? Und ihr seht ja, Perez ist 17,5 Sekunden weit weg von uns. Wir kommen nämlich auch gleich in die Box und werden dann mit Soft fahren. Du wirst wohl bald merken, dass die Reifen sich abnutzen. Bleib wachsam. Ja, man merkt es so ein bisschen. Ich werde mir nämlich gleich die Softs holen. Vielleicht hat mein Teamkollege auch keine mehr. Denn der ist jetzt auf Medium unterwegs, aber wir haben eine riesen Chance. Ich sag mal, Perez und Leclerc zu holen, um somit Vierter zu werden. Klar, die werden an uns vorbeihuschen nach dem Stop. Aber wir werden halt mit Soft so viel schneller sein. Hamilton oder Verstappen kriegen wir höchstwahrscheinlich nicht. Also gerade Hamilton auf gar keinen Fall. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann hätten wir diesen verdammten Dreher nicht gehabt. Wäre so viel mehr möglich gewesen, ne? Dann wäre sogar ein Verstappen vielleicht möglich. Vielleicht. Weiß man natürlich nie so perfekt. Och, ganz schön verbremst. Jetzt gucken wir mal. Was war das jetzt? Okay, nichts kaputt gegangen. Wollte gerade sagen. Hat man vielleicht ein bisschen Zeit verloren, Hauptsache ist nichts kaputt gegangen. Ich denke mir, wir landen auf Platz 6, 7 irgendwie so. Aber Rosberg und Bottas mit ihrer Strategie. Doch, Frontflügel ist doch kaputt gegangen bei der Aktion, das gibt's nicht. Ey, das gibt es nicht. Fertig. Kann ich noch zurückspulen? Nein. Ihr habt es gesehen, es war eigentlich... Ach Mann, ey, dieses Spiel manchmal, ne? Ich lande hinter Bottas. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Weil die da bei der automatischen Boxen einfach so einen Scheiß machen. Ja gut, lebe ich jetzt halt mit. Kann ich nicht mehr ändern. Komm, ruhig fahren. Bottas kriegen wir easy. Auch wenn er ein Mercedes ist, auch neue Reifen hat. Ich habe die Soft-Reifen. Er ärgert mich trotzdem. So unnötig einfach. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Oh, Perez ist ausgeschieden. Jetzt bitte ein Safety Car. Bitte, bitte ein Safety Car. Grüne Flagge. Och, come on. Bitte Safety Car. Bitte, bitte, bitte. Dann wären wir nämlich mit weichen Reifen super nah dran. Na, wird anscheinend keins rauskommen. Schade.
Bottas kommen wir zwar ran, aber natürlich jetzt auch nicht in Monsterschritten. Dafür ist der Mercedes natürlich zu stark. Als dass man da jetzt zack, zack machen wird. Das wird schon ein Kampf, aber jetzt, wo Perez ausgeschieden ist, ist natürlich Leclerc Dritter. Ey, die Top 3 sind absolut machbar. Jetzt sind wir auch unter einer Sekunde an Bottas dran. Ey, ohne diesen Flügel wäre, glaube ich, Verstappen doch machbar gewesen, oder? Bestzeit im ersten Sektor und das ist überhaupt nicht mein Sektor. Boah. Boah, ganz schön rausgekommen. Bottas ist aber gleich fällig. Er ist jetzt schon fällig. Ich habe halt die viel bessere Rausbeschleunigung. Leclerc 12, irgendwas Sekunden. Der wäre so durch. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Ich sag mal so 5-6 Sekunden wegen dem Flügeltausch weniger. Und ich wäre jetzt schon bei Leclerc. Wahrscheinlich schon vorbei. Und Verstappen wäre möglich gewesen. Dann halt eben nur der dritte Platz. Okay. Aber dann wenigstens mit schnellster Runde. Dran. Da, hier können wir schnell Prozess machen. Über außen. Da hat Leclerc gar keine Chance gehabt. Und Verstappen ist nicht so weit weg. Verstappen kriegen wir noch. Come on. Ich gebe jetzt Gas, Leute. Ich gebe jetzt richtig Gas. Ich glaube sogar, der Sieg wäre nicht so unwahrscheinlich gewesen, wenn dieser verdammte Bug beim Reinfahren nicht gewesen wäre. So Leute, wir sind hier in Runde 23 und sind ganz nah dran an Max Verstappen. DRS funktioniert aktuell nicht. Da gibt es irgendwie Probleme. Boah, ich bin hier schneller. Mal gucken, ob wir ihn trotzdem kriegen. Ohne DRS, aber mit ERS. Boah. Okay. Gut gemacht. Super überholt. Auf der Jagd nach Hamilton, würde ich jetzt sagen. Die Strategie war einfach 1A. Ohne den Dreher und ohne diesen komischen Bug beim Boxeneingang hätten wir das Rennen hier safe gewonnen. Jetzt wird es natürlich interessant, ob wir Hamilton so viel noch abknüpfen können. So Leute, wir sind jetzt 3 Runden vor Schluss hier ganz, ganz knapp hinter Hamilton. Also die Strategie wirklich ein Stop zu gehen war perfekt, das zu ändern. Man muss natürlich sagen, ein bisschen overrated, wie immer in diesem Game. Vor allem, wenn die Konkurrenz hier hart hat. Ich bin ja Medium und dann jetzt auf Soft. Und Hamilton hat seine Reifen jetzt auch schon seit 15 Runden. Also das sind keine guten harten Reifen mehr. Klar, die halten lange, aber die sind halt nicht so gut. Vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Hamilton liegt vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 15 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,1. Du holst 1,2 Sekunden pro Runde auf. Ja, ich habe halt sehr, sehr frische Softreifen. Leider geht mein DRS nicht und das ist halt super bitter. Denn im Kampf gegen Hamilton könnte ich das DRS gebrauchen. Andererseits habe ich natürlich so viel bessere Reifen, dass ich an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch noch vorbeikommen kann. Und das wäre schon Wahnsinn, vom Platz 22 auf 1. Aber Hamilton ist natürlich mit Abstand der schwierigste, um ihn zu überholen. Leider geht unser verdammtes DRS nicht. Sonst wäre die Schwierigkeit ein bisschen weniger. Denn schneller bin ich ganz klar. Boah, er hat sich verbremst, hat aber die Kurve gut bekommen. Ja, jetzt DRS wäre perfekt, aber vielleicht auch so der Speed genug. Er verteidigt sich. 2 Runden noch. Hier ist die KI einfach jedes Mal viel, viel schneller. Boah, hier bin ich nah dran.
vielleicht eine unkonventionelle Stelle. Ich habe mich da anders einsortiert. Statt da mit der Brechstange jetzt wirklich hier mit Windschatten. Immer noch ohne DRS, aber es sollte klappen. Ich darf keinen Fehler machen. Ja, ich habe die klar besseren Reifen, aber er ist halt bei jedem anderen Fahrzeug jetzt geklappt. Nur nicht beim Mercedes mit Hamilton. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich bin schön rausgekommen. Jetzt diese letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Angespannt, Leute. Oh nein! Ich werf's gerade weg, verdammt! Oh. Ich hab's weggeworfen. Scheiße! Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass gewesen. Ah, Junge. Reifen. Junge. Nee. Ey, das Podium hole ich mir. Auf keinsten gebe ich dieses verdammte Podium. Ja, jetzt geht der erst wieder. Ihr mich auch, Alter. Rechtsstange bei, der hat sich auch ganz schön verbremst. Okay, ich hab. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,6 Sekunden. Dann neben mir. Ich habe Angst, dass er mich sonst abschießt. Das macht ein Bottas ja mal ganz gerne. Jetzt ist er hier innen. Boah, das gibt's nicht. Das lässt mir hier aber auch genug Platz, ja. Hamilton hat das Ding gewonnen. Verstappen hat den zweiten Platz halt geschenkt bekommen, ne? Bin immerhin noch Dritter, kann man auch mit zufrieden sein, aber... Ja, wenn der Sieg so nah dran ist, dann natürlich nicht. Scheiße, Mann. Okay, großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Hier war der Sieg drin, Mann. Ich habe ihn weggeworfen. Ich habe diesen verdammten Sieg weggeworfen. Bitter. Klar, man kann sagen, ey, dritter Platz, dies, das, aber Mann. Hervorragenden großen Preises der USA. Ohne diesen komischen Bug bei der Boxeneinfahrt wären wir auch noch alles. Exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ich gehe das Thumbnail machen, Leute. So, Leute, das Endergebnis. Hamilton vor Verstappen und dann ich. Bottas, Leclerc, Rosberg, Tsunoda, Vettel, Stroll, Gasly und der Rest. Ach, der Sieg war drin. Auf jeden Fall hier in der Rangliste. Sieht es auch wohl so aus, als wenn es wie hier beim Treppchen auch ausgehen wird. Klar, Verstappen hat noch alle Chancen, aber Hamilton ist jetzt in einer guten Position, Weltmeister zu werden. Drei Rennen sind noch zu fahren. Dann Verstappen, dann ich. Ich habe die beste Chance, hier Dritter zu werden. Leclerc, Rosberg hat die Chance, noch an Leclerc vorbeizukommen. Wenn er den Gas gibt, dann Bottas, ja, und dann Norris, Perez und Co. Konstrukteursmäßig werden wir versuchen, Red Bull noch zu überholen. Das wird schwer. Ich hoffe, es klappt noch. An Mercedes werden wir leider, leider nicht vorbeikommen. Aber nun gut, grundsätzlich muss man sagen... Das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Das ist Teil des Sports, was wir jetzt machen. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Es ist ganz einfach, wenn sich der Wagen so gut steuern lässt. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Ich glaube, es gab einen, ja, definitiv, der Wagen darf nicht weiter beschädigt werden, machen wir es mal so. Klasse, das war dann alles. Grundsätzlich, wenn ich jetzt schon so ein Zwischenfazit gegen Ende der Saison machen muss, bin ich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Also, wir sind drittbester Fahrer, drittstärkste Kraft in der Rangliste. Mit den Aussichten, im nächsten Jahr Weltmeister werden zu können, also ist ein super Jahr eigentlich im Großen und Ganzen. Ich denke, das darf man so schon sagen. Unsere Gewinnspanne sieht gerade gut aus. Ich glaube, wir haben Spielraum für mehr Investitionen.
Erneuern wir jetzt erstmal. Wir haben natürlich auch einen Haufen an Ressourcenpunkten, ne? Na, erstmal muss man hier hin, weil das fehlgeschlagen war. Wir haben momentan noch einen Haufen an Ressourcenpunkten, also knapp 8000. Aber bevor ich hier jetzt irgendwas weghau, warte ich noch. Nicht, dass es sonst wieder die Nachricht gibt, ey, hier gibt es eine Regeländerung. Und dann sind wir wieder in Gefahr, gewisse Teile zu verlieren. Dementsprechend warte ich da. Sollte im letzten... eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Okay, auf jeden Fall. Sollte es nicht dazu kommen, dass Regeländerungen angekündigt sind, dann werde ich natürlich die Ressourcenpunkte alle raushauen für den Anfang der nächsten Saison. Ich meine, wenn man sich das mal kurz anguckt, wir sind Stand jetzt das beste Team. Wir haben jetzt noch 3 Rennen. Es geht um Platz 3. Damit, mit der aktuellen Stärke, werden wir Dritter bleiben. Und wenn wir dann vielleicht zum Anfang der nächsten Saison wirklich in jeder Abteilung große Updates reinballern können, dann könnten wir sogar deutlich das beste Team sein. Und dann ist halt wirklich alles ausgelegt darauf, wirklich Weltmeister zu werden. Bis dahin sind noch 3 Rennen erstmal zu fahren, um dann in die neue Saison zu starten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich melde mich fürs Erste ab. Und bye bye.